Ich wie kann. So, und aloha Leute, willkommen zu The Legend of Spyro, Eternal Night. Der zweite Part der The Legend of Trilogie. Und mit mir dabei habe ich den... Wieder Lars. Ja, wieder Lars, genau. Werdet ihr auch in der den Trilogie-LPs ein bisschen öfter zu hören bekommen. Aber ich denke, das dürfte euer Schaden ja nicht sein. So, ich würde sagen, wir starten mal. Das ist auch kein Blind-LP. Ich kenne jeden Teil der Trilogie. Und den allerersten Spyro. So. Dann wollen wir mal ein Spiel laden. Wollten wir jetzt eigentlich nicht. Wir wollten ein neues Spiel machen. Und da wir im letzten Mal so viele Probleme mit dem ersten Speicherplatz hatten, nehmen wir gleich den dritten. So, eventuell müssen wir gleich nochmal den Ton anpassen. Aber... Mein Meister kehrt zurück. Wir kommen zu spät! Sie ist wie ich. Wir müssen hier weg, sofort! Ich kann sie nicht hier lassen. Ich muss sie retten. Was? Die Bestie retten, die uns töten wollte? Das war nicht ihre Schuld. Der Dunkelmeister hat sie benutzt. Jetzt können wir gehen. Spyro. Spyro. Ja, jetzt laden wir erstmal. Und bevor ich wieder los anfange rumzuskillen, drücke ich dir das Gamepad in die Hand. Wie immer. Ja. Ich habe noch keine Lust, selber zu spielen. Ja, nee, wir wollen ja auch so ein paar Fails dabei haben, ne? Naja, mache ich besser als du. Ja, was wir da gerade gesehen haben, war die Endgegner vom ersten Teil. Hey Spyro, das ist eine Nacht, was? Wunderschön. Was willst du, Sparks? Warum muss ich immer was wollen? Das ist doch der schönste Tag meines Lebens, nachdem diese irre Drachenfurie endlich weg ist. Was? Cinder? Wie meinst du das, Sparks? Wow, bleib cool, mein Großer. Mann, du bist vielleicht verkrampft. Hast du schlecht geschlafen? Du solltest dir von Voltaire eine Geschichte erzählen lassen. Dabei schläft jeder ein. Sparks, was ist passiert? Okay, bist du bereit? Ich stehe also auf, um frische Luft zu schnappen. Ich konnte in der letzten Zeit nicht sehr gut schlafen, weil diese wilde Furie hier rumhängt. Und da sah ich sie, wie sie in den Garten rausschlich. Die macht mir echt Angst, Kumpel. Hör mal, meine Zähne. Na los, wir müssen sie finden. Es ist gefährlich für sie, nachts außerhalb des Tempels zu sein. Es ist für uns alle gefährlich, nachts draußen zu sein. Abgesehen davon sagt Ignitus, du sollst warten, bis deine Kräfte zurückgekehrt sind. Weil du schwach bist. Keine Zeit zum Diskutieren, na los! Ach, du bist völlig hilflos ohne mich. Ich komme besser mit. So, genau. Bevor du jetzt noch weiter spielst, drück einmal bitte Start. Und wir sind hier schon, da kann man, gibt es einige Collectibles diesmal. Aber ich möchte, dass du mal ganz kurz in Optionen gehst und da mal guckst, was wir da so an Toneinstellungen haben. Effekte mach mal auf 3/4 so und die Musik auch ein bisschen runter. Ja.
Dann passt das. Dann haben wir es so wie im ersten Teil. Helligkeit und Kontrast. Geht eigentlich so. Ja, Steuerungen sind eigentlich ziemlich gleich. Da haben wir eine wunderschöne Drachenstatue. Die wir ja auch schon aus dem ersten Teil kennen. Nur jetzt kann man sich hier mal so ein, naja, bisschen genauer umgucken. Da wir kein dämliches Training absolvieren müssen. Ja. Das heißt, du willst dich erst umgucken. Ja, obwohl du musst dich da nicht so viel umgucken in dem Raum. Das, was man hier finden kann, findest du gleich. Und ihr seht, wir haben auch kein Element ausgewählt. Ne, das geht einfach nicht. Wir haben ja im letzten Part, wie wir wissen, ne, dass durch diesen Schwallangriff, den die da nennen, unsere gesamten Elemente verloren. Und das solltest du einfach machen. Du hast einen verzauerten Schreibfeder-Key eingesammelt. Sammle noch mehr, um ihn in der Bildergalerie... um in der Bildergalerie neue Bilder freizuschalten. Wow. Ja. Diesmal gibt es Artworks zum Spiel. So, da haben wir den Teich der Vision, der seit dem letzten Besuch irgendwie ein bisschen blauer geworden ist. Vorher war nämlich grün. Das soll vollkommen, habe ich gehört. Ja, klar, das Wasser verändert sich auch immer von grün in blau. Strahlung ist alles. Genau. Psst, du darfst uns nicht aufwecken. Was? Ich verstehe dich nicht bei dieser Schnarcherei. Ja, natürlich. Guck mich nicht so an. Nur weil ich auch im Schlaf manchmal rede. Der erzählt schöne Geschichten. Ja, vom gelben Kamel. Sind gelbe Kamele nicht was Schönes? So, unser erster Gegner, eine brüchige Holztür. Gott, das war ja so gut wie unmöglich. Ja, gut. Und da haben wir auch schon den nächsten Gegner, den kennt man auch schon. Er hat ein neues Design bekommen. Das ist ja gesagt, das ist eigentlich sogar ein ganz neuer Gegner. Das ist Krötenkraut. Falls ihr euch erinnert, es gab im ersten Teil Froschgras. Ja, und ich würde sagen, das ist die dunkle Variante davon. Es ist ja Nacht. Und die Kröten kurz. Nicht die Frösche. So, wir können wieder massig Pilze zerstören und da hinten sehe ich schon den nächsten Schreibfeder-Kiel. Das Krötengras hat sich gerade die Luft aufgelöst. Jo. Ja, nein, sag nicht sowas. So macht man einen Doppelsprung. Ja, kannst du mal sehen. Ganz neu, das wusste ich noch gar nicht, man dafür doppelt auf die Sprungtaste drücken muss. Genau, aber bevor du da jetzt ganz nach oben läufst, solltest du dir den Schreibfederkiel noch holen. Der da hinten rumgammelt. Siehst du ihn da? Ja, dafür musst du jetzt nicht über den Baum, so wie die meisten denken, weil da rutscht man ab und so kriegt man den halt nicht, sondern du musst mal die Wand da. Wenn du da oben stehst dann links, begutachten, da sind solche Wurzeln, die rausragen. Die gehen aber runter, so wie im ersten Teil die Wurzeln, wenn du da zu lange drauf stehst. Da siehst du so? Welche Wurzeln? Ich sehe gar nicht. Da. Da hast du gesehen? Die. Genau, die ist ziemlich schwer zu sehen, weil sie halt auf einem Wurzelhintergrund platziert wurde. Ja, das ist natürlich. Ja. Er gibt logischen Sinn. Auch nicht ganz einfach, diese zweite Feder dir zu holen. Okay. Obwohl, Sparks leuchtet da auch schon hin. Und jetzt nochmal. Genau. Sehr gut. Das war jetzt voll gekonnt, ja. Ja, weißt du, das ist richtig schwierig da mit dem Schreibfederkiel, mit dem Ast, der runtergeht und so. Entschuldigung, Wurzel. Und so einen einfachen Doppelsprung stille schafft er nicht, ne? Hilfe! Öffne dich!
Lies mal da unten. Das Kreis gedrückt halten und dann X und dann R1. Okay, warte. Oder so. Und R1. Wollte, dass ich mal töten. Also mit R1 hättest du es jetzt da durchgeschleudert durch die Wurzel. Siehst du, du musst es sogar machen. Du musst es so töten. Also, Kreis, springen und R1. Oder so. Auch gut. Wollte ein bisschen dramatischer gestalten. Ja. Cinder, was machst du denn hier draußen? Das ist gefährlich. Du hättest mir nicht folgen sollen, Spyro. Dann ist ja alles in Ordnung. Komm, wir gehen. Auf bald. Ha. Bitte, mach es mir doch nicht schwerer, als es schon ist. Ich will das doch nur verstehen. Ich geh weg, Spyro. Ich gehöre nicht hierher. Nach allem, was ich dir angetan habe, ich kann nicht bleiben. Cinder, niemand gibt dir die Schuld an dem, was passiert ist. Ich schon. Das ist nur deine Meinung. Sparks. Nein, Sparks hat recht. Und ich werde jeden Tag daran erinnert. Spyro, dein Platz ist hier. Dein Schicksal liegt hier. Meines jedoch muss ich woanders finden. Cinder, ja. Ich will nicht, dass du gehst. Auf Wiedersehen, Spyro. So, was erst uns auffällt, die Synchronsprecherin von Cinder wurde geändert. Und Gott, war das nötig. Ein bisschen schlafen? Ich habe seit Wochen immer mit einem offenen Auge geschlafen. Abwechselnd offen natürlich. Verringert den Stress, aber ich sag dir, das hat seinen Preis. Hey, hatte ich dieses Zucken schon immer? Spyro, geht's dir gut? Hey, ich würde auch gern schlafen, aber doch nicht jetzt. Gehen wir wenigstens rein, es ist dunkel draußen. Das mag ich nicht. Hallo? Jemand zu Hause? Uhu. Und ein weiterer Ladebildschirm, den sie jetzt inzwischen ein bisschen interessanter designt haben. Ich erinnere da an den letzten Teil, ne? Schwarz. Laden, 3 Punkte. Fertig. Das war früher ständig so. Weil das Laden hält sich ja noch in Grenzen. Also da gibt's weitaus schlimmere Spiele mit dem Laden. Hallo? Ist da jemand? Hab keine Angst, junger Drache. Du bist nicht allein. Wer bist du? Was ist das hier für ein Ort? Ich habe dich hergerufen, um dich zu warnen. Die Himmelsmonde verblassen und die Zeit wird knapp. Verhindern! Ah, machst du jetzt schon große Augen, ne? Alles auf einmal in Slow Motion. Ja, das ist die große Neuerung in diesem Part. Wie konnte das passieren? Der lila Drache hat viele Fähigkeiten, die andere nicht haben. Dazu gehört die Zeit. Lerne diese Fähigkeit zu meistern. Dann kannst du Dinge sehen, kurz bevor sie geschehen. Aber nutze diese Gabe nur, wenn es die Umstände wahrlich erfordern. Wenn man die Zeit manipuliert, muss man mit äußerster Umsicht vorgehen. Ja, das sollte man inzwischen aus Filmen wie Zurück in die Zukunft oder sonstigen wissen. Ah ja, genau, danke. Das sag ich auch mal. Das hat er nämlich gerade eben gesagt, benutze die Zeit. Wir haben jetzt da eine Zeituhr, Sanduhr. Und mit L1 können wir die Zeit verlangsamen. Und können dann unsere Sprünge dementsprechend besser timen. Komm. Nein! Wow. Nein! Oh! Das ist genauso dämlich wie ich. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, die... Ich darf meine Ausbildung nicht vergessen. Du hast noch keine. Fällt schon in der ersten... Gut, dass du weißt, dass du den... Gut, dass du weißt, meine den nicht. Ja, fällt schon in der ersten Jump'n'Run, Aufgabe. Ich sollte vorsichtiger sein. Nein, na! Zum Geier, was soll der Scheiß? Also, wir stellen uns gerade wirklich dumm an. Absicht. Nein.
Eigentlich nicht. Also dann. Schon. So, jetzt aber. Jetzt genau. Wegmachen und wieder an. Und ich sehe schon, ich muss nachher die Tonspur überarbeiten. Und wieder ausgehen. Da. Das war echt knapp. Ja, da ich gerade sehe, dass. Der lädt sich jetzt wieder auf. Ja, das lädt sich wieder auf. Da ich gerade sehe, dass halt wir etwas leise sind. Auf Audacity. Leise? Ja, also wir werden leise aufgenommen, weil wir halt mit einem Mikrofon gerade aufnehmen. Das ist etwas, naja, doof platziert ist. Weil es immer irgendwie so phasenweise. Ja, das ist ein bisschen mies, die Stelle. Also, da hätte ich uns zugetraut, so schnell runterzufallen, war so oft. Ja, kannst du ausmachen und nach unten fliegen. Weil die ist wirklich mies. Ich habe genug Kraft, um weiterzumachen. So, das eben schnell aufladen lassen. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich da gleich mitten im Flug einmal keine Energie mehr habe. So, die Plattform, die scheint sich nicht zu drehen, das ist gut. So, warm. Man kann das Ding nämlich ganz nach unten machen. Muss dann nur mit der Kamera hinterherkommen. Und jetzt kommt der Clou. Muss springen und die Zeit anhalten, um hoch genug zu kommen. So. Fast daneben zu springen. Ja, fast, aber nur. Du scheinst deine wahre Berufung vergessen zu haben. Es ist dein Schicksal, die Kräfte der Elemente zu bezwingen. Doch du besitzt sie noch nicht. Ich habe meine Fähigkeiten schon länger nicht mehr benutzt. Ja, momentan schlummern deine Kräfte noch. Mal sehen, ob wir sie wecken können. Leere deinen Geist, Spyro, und spüre das Feuer in deinen Adern fließen. Erlaube der Wärme, deinen Körper zu durchfluten. Und atme sie ein. Und jetzt erhebe dich und entfessle den Feuersturm in dir. Ausgezeichnet, Spyro! Du bist ein Naturtalent. Da das Urfeuer jetzt in dir lodert, zeige mir, dass du es auch beherrschen kannst. Es fängt an zu lecken. Oder. Ja, es hat sich wieder gefangen, so wie es aussieht. Wir machen es sowieso einmal ganz kurz. Naja, wir haben das Feuerelement gelernt. Schön und gut. Machen jetzt einmal ganz kurz eine kleine Pause. Ja, ne? Aufnahme neu starten. Ist halt so. Also bis gleich. Hallo, hey Leute, willkommen zurück. Ja, nach dieser kleinen Pause für euch. Wir haben eine etwas längere Pause gemacht. Und ich habe gerade den Controller in den Griffeln. So, und wir haben das Feuerelement erlernt. Du brennst. Genau. Ja, das war aber auch schon im ersten Teil so, wenn du deinen Schwallangriff eingesetzt hast. So. Drück und halte Viereck gedrückt, um deine Feinde mit Flammen zu rösten. Ja, das kennt man schon aus dem ersten Teil. So. Und, wichtig zu sagen ist, also zunächst einmal ist das Training viel schöner inszeniert als im ersten. Und es gibt wirklich ziemlich viele Gegner und wirklich ziemlich schöne Locations, die halt auch so ein bisschen unerwartet kommen manchmal. Also ich erinnere mich da am ersten, ne, war es halt, was war das? Feuer, Erde, Eis, Elektro immer. Und hier hat man wirklich einige wunderschöne Locations, die man so vorher nicht hatte. So, genau. Und wir haben auch andere Angriffe jetzt, andere Zweitangriffe. Und jetzt können wir einen Kometenangriff machen. Der erzeugt mir etwas viel Rauch, aber der ist ziemlich cool. Kann man auch so in der Luft einsetzen und dabei runterfallen.
So macht man das, so macht das ein Profi. Genau, und deswegen kriegt Lars jetzt erstmal das Gamepad. Pass auf, Welt! Pass auf, Welt, ich fall gleich wieder runter. Ja, wahrscheinlich. Ja, was haben wir noch erlernt? Genau, den, die Zeit. Ja, da, die Zeitmanipulation. Aber das wisst ihr, ist immer noch der gleiche Part. Nur für uns ist jetzt etwas länger her. Ja, und so macht man das natürlich richtig. Ich wollte euch nur vorher zeigen, was falsch macht. Ne? Kennt man ja. Im Leben nicht. Wir wissen alle, dass das immer falsch macht. Versuch dich nicht auszureden, das stimmt. Ich sagte, versuch dich nicht rauszureden, das stimmt. Ja. Hey, ein Flammentor. Wie war das im letzten Part? Hey, ein Lasertor! Ja, im letzten Part vom, in der ersten Logie da. So, muss die Fackel anmachen. Marke Legend of Zelda. Marke Eigenbau. Ja, eigentlich nicht. Es wäre... Spy. Genau. Das, was ich sagen wollte. Genau das wollte ich sagen, ja. Falls man sich das mal so ein bisschen hier alles anguckt, sieht es aus, als wären wir in der Konvexität. Also in dieser Luftschleuse, wo wir im letzten Part vom ersten Teil den Endboss hatten. Aber das ist gerade sowas wie eine Vision, oder? Ja, es ist eher sowas wie eine Vision. Weil er ist ja ohnmächtig geworden, wie wir gesehen haben. Ja. So, und jetzt auch eine Neuerung. Rothirschen füllen deine Gesundheitsleiste wieder auf. Musik. Wow. Grüne Edelsteine füllen deine Magieleiste wieder auf. Ja, und ja, jetzt kommt natürlich noch die dritte Art. Erfahrungsedelsteine. Genau, wenn du blaue Geistjuwelen sammelst, bekommst du die Energie, mit denen du deinen Atem, mit denen du deine Atemarten aufwerten kannst. Du kannst jederzeit Select-Taste drücken und im Aufwärmbildschirm das machen. Ja. Ja, und im ersten Teil waren sie halt noch alle zusammen in einer Art. Ich glaube, rosa leuchtenden Kristall. Ja. Und jetzt hat man sie halt separiert. Und das macht es an manchen Stellen ein bisschen kniffliger. Wenn man zum Beispiel gerade was ein bestimmtes braucht und dann noch was anderes kriegt. Genau. Ich mich verarscht fühlen? Ja, ziemlich. Also, ne? Oh, noch was. Guck mal, da kann man wieder rum. Geh da rauf! Ja. Was ist denn los mit dir? Man rutscht leicht ab. Das war aber auch schon im Vorgänger so. Nur da hatte man nicht so viele Jump-Einlagen, außer beim Endboss. Wenn du Feinde besiegst, lassen sie lila Schwallelstande zurück. Füll deine Schwallleiste auf. Drück dann R2, um deinen Feuerschwall zu entwässern. Haben wir schon gesehen, aber jetzt kann man besser sehen gleich. Also, diese Animation vorhin, wo wir auf diesem Feuerteich da, wo das war, standen, die ist nicht ganz korrekt mit dem Schwallangriff. Man wirklich eigentlich in seiner Ganzheit erst, wenn man diesen Punkt erreicht hat, im jeweiligen Training. So, du musst jetzt selber darauf achten, nämlich ob der Kranz da auf dein Element leuchtet. Ja, jetzt leuchtet der. Da haben wir einen wunderschönen neuen Schwallangriff. Das ist wunderschön. Boom. Wow. Ja. Also ich muss sagen, hier haben sie so ein bisschen den Michael Bay-Faktor rausgenommen im Vergleich zum ersten Spiel der Trilogie. Ja, während man noch im ersten Teil halt die ganze Zeit so Feuerbomben schießen konnte, kann man das hier inzwischen Gott sei Dank nicht mehr. Ja, jetzt gibt's den Meteorangriff. Ja, gut. Der macht nur viel Rauch. Macht aber auch ordentlich Schaden. Na gut, das war jetzt Gegner, die Schwäche dagegen haben. Der macht bestimmt auch so guten Schaden. Ah, werden wir sehen. Das hast du gut gemacht. Und jetzt musst du zurückkehren. Aber sei vorsichtig, Spyro. Der Feind kommt immer näher. Warte! Du hast mir noch nicht gesagt, wer du bist. Für dich bin ich einfach nur der Historiker. Komm zu mir, wenn du willst. Und ein wunderschöner Ladebildschirm wieder, ne? Ja, also haben wir einen der ersten Charaktere kennengelernt, den neuen, den Historiker. Wichtig. Ja.
Und dieser Ladebildschirm ist leider nicht so wichtig, dass er jetzt sich für 20 Sekunden da drinnen bleiben muss. Hallo? Hallo, hallo, hallo? Jemand zu Hause? Hallo, hallo? Irgendwas geht hier vor, Sparks. Ich kann es nicht erklären. Echt jetzt? Während du tief und fest geschlafen hast, hat es hier überall geheult und gejammert. Hör mal! Was ist das? Was ist hier los? Der Tempel wird angegriffen! Die anderen schlafen noch. Wir müssen zurück. Bist du verrückt? Du willst der Gefahr direkt in die Arme laufen? Wir müssen einen anderen Weg hineinfinden. Na los! Als du geschlafen hast, gefällst du mir besser. Ja, und da sind wir auch schon wieder im Spiel. Diesmal wieder im Sumpf. Und da sagt man noch, es kommen weniger Explosionen vor und naja, was kriegt man? Explosion. Genau. Und Gegner. Genau. Lila Drache. Ah. Vermummter. Hey, hässlicher Affentyp. Das waren genug Höflichkeiten. Können wir jetzt kämpfen? Oder vielmehr, ihr kämpft und ich sehe zu. Ja, die Gegner kennt man auch noch aus dem ersten Spiel der Trilogie. Nur haben sie jetzt ein neues Aussehen. Und eine neue Vertonung. Ja, stimmt, die sterben. Oh, und das sind neue Gegner, die richtig mies sind. Die machst du am besten mit einem Schlag. Wenn es denn nicht anfangen würde zu lenken, genau. Ja, hey. Die preschen auf dich zu, machen verdammt Schaden. Nochmal hinterher. Und jetzt schnell die Edelsteine. Ah, falsch. Ja, das war die Zeitlupe. Alter. Ja, die machen wirklich verdammt viel Schaden. Ja, megamäßig. Wow. Wow, scheiße, der hat den Kopf. Ich dachte, ich zeige jetzt mal, wie man stirbt. Ja, ja, weißt du schon, ne? So, und können wir eigentlich... Hallo, danke, überspringen. Komm. Ich glaube, wir wären mit dem Kampf in diesem Part nicht fertig. Haben wir auf alle Fälle das dass wir den nächsten Part noch rein können. Oder, beziehungsweise hier. So. Also die Gegner sind wirklich richtig mies. Aber das war Feuer. So. So, und da das neue. Oh Gott, die sind auch so richtig schnell. Man kann die auch nicht abwehren, wenn die auf einen zugesprescht kommen. Generell das Abwehren kam, glaube ich, erst im dritten Teil. Und so, so, und da kommt der Chef von dem. Bevor wir gegen den kämpfen, machen wir hier eine Pause. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's für die Pilotfolge erstmal. Ich hoffe, ihr seid so gespannt wie hier auf die kommenden Parts. Also, auf Wiedersehen! Was denn? Sag tschüss! Okay, tschüss.